Thank you.
Corby Welch, meine Herren, wunderbar. Hören wir als nächstes Musik aus der Walküre. Und es gibt so Daten, die sollte man sich merken. Ja? Egal, ob sie mit Musik zu tun haben oder nicht, aber es kann einem in verschiedenen Lebenssituationen ein bisschen über den Berg helfen. Richard Wagner hat die Arbeit am Ring des Nibelungen und eine der vier Opern, die diesen Ring ausmachen, ist die Walküre, von 1848 bis 1874 geschrieben. 26 Jahre hat er am Ring des Nibelungen geschrieben. Ja? Sie sollten sich das aus folgendem Grund merken. Wenn Sie mal irgendwo irgendwas machen, ich weiß nicht, ob Sie Handwerker sind, ja, und Leute warten und sagen, Mann, das geht aber auch schneller, ja? Mal jetzt, komm, eine Stunde hier, ne? Nur dafür, dass sie eine Glühbirne austauschen, das ist aber Donnerwetter. Dann können Sie sich einfach so umdrehen, während Sie die Glühbirne so einschrauben und sagen, wissen Sie eigentlich, wie lange Wagner am Ring des Nibelungen gearbeitet hat? Ja? Das wäre so eine Option, eine kleine Idee von mir. Kleiner Tipp, ja? Damit wir ein bisschen schlauer nach Hause gehen, wenn der Abend vorbei ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir freuen uns jetzt auf den Walkürenritt. Und Wagner hat natürlich so lange am Ring des Nibelungen gearbeitet, weil er zwischendurch auch was anderes gemacht hat. Wir wollen bei der Wahrheit bleiben. Er hat zwischendurch großartige Opern komponiert, die mit dem Ring des Nibelungen gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel 1868, zwei Jahre bevor die Walküre fertig wurde, hat er die Meistersinger von Nürnberg geschrieben. Da hören wir gleich den Wachtaufchor und den Schlusschor Ehret eure deutschen Meister. Ja. Und diesen Chor singt unser Chor, das ist eine naheliegende Aussage. Aber vorher hören wir den Walkürenritt, gespielt von den Original Duisburger Walküren. Gute Unterhaltung. Thank you.
Giordano Bellincampi leitet die Duisburger Philharmoniker. Jetzt kommen wir zu einem unauflöslichen Widerspruch. Diese doch sehr deutsche Musik wurde von einem italienischen Maestro dirigiert. Jetzt kommen wir zum mediterranen Teil des Programms. Und das dirigiert auch ein Italiener, aber er hat zumindest einen deutschen Namen, der ist Südtiroler. Und ich bitte ihn gleich auf die Bühne, Lukas Beikig. Aber vorher möchte ich Ihnen noch sagen, meine Damen und Herren, dass wir jetzt zu Rigoletto kommen. Verdi, der andere Jubilar. Ja, Sie erinnern sich. Und Rigoletto, also wenn Sie ein Kind sind und kriegen Klavierunterricht und müssen all diese Etüden spielen, mit diesen lästigen Fingersätzen und dann auch noch mit beiden Händen und jeder Hand was Verschiedenes, all diese schrecklichen Dinge, die mit dem Klavierspielen einhergehen, dann freuen sie sich über jeden noch so kleinen Fadenwitz, den der Klavierlehrer macht. Und mein Klavierlehrer, das war Herr Herzig aus der Nachbarschaft, der wurde deshalb mein Klavierlehrer, weil das der einzige Mensch war, den meine Eltern kannten, der ein Klavier besaß. Ja? Er war Rentner und ein älterer Herr in seiner Jugend in Polen noch Stummfilmbegleiter, das muss ich mir mal vorstellen. Ja? Können Sie sich das vorstellen? Ich bin ein Zeuge des Jahrhunderts. Ich hatte einen Klavierlehrer, der... Die Musiker sind sehr beeindruckt gerade hier hinter mir. Und immer wenn wir so ein Opernpotpourri für Kinder spielten, ganz einfach gesetzt, ja, und es kam zum Rigoletto, hat er natürlich gesagt, jetzt kommt der Riegel-Otto. Ja? Boah, haben wir gelacht, meine Damen und Herren. Sie können sich das nicht vorstellen. Aber in der Tat, es gibt durchaus Momente des Humors bei Verdi, gerade Rigoletto, zumal Rigoletto mit den zwei männlichen Polen Rigoletto und Herzog ausgestattet ist. Das erinnert mich sehr, vielleicht falls Altersgenossen von mir da sind, an eine der größten Hervorbringungen der Augsburger Puppenkiste, der kleine dicke Ritter. Erinnert sich noch jemand an den kleinen dicke Ritter? Oblong, Fitz Oblong? Ja? Ich wusste es. Wie hieß doch der rosafarbene Drache? Bonzo. Bonzo. Der Drache des. Also es gibt im Rigoletto eine irgendwie komische Figur, am Anfang nur mäßig sympathisch, aber später, als wir merken, familiäre Bande, seine entzückende Tochter und so, denken wir, mein Gott, doch irgendwie, ja, kann man machen. Das wäre Oblong Fitz Oblong. Und dann gibt es den ruchlosen Adligen, ja, irgendwie halbseiden, aber doch sehr sympathisch. In Maßen, eigentlich dann doch eher nicht, je nachdem, wo das Stück sich so gerade befindet. Das ist beim kleinen dicken Ritter der Baron Bolligru. Ja, erinnert sich an den Baron Bolligru? Ja, und es gibt eine, ich möchte es nicht Arie nennen, Arie wäre vielleicht zu viel, aber ein Lied im kleinen, das geht so, das sagen die Untertanen, die vom Baron Bolligru geknechtet werden, die singen immer, oh dieser Bolligru, der quält uns immer zu, er lässt uns keine Ruhe, oh dieser Bolligru, ach käme doch endlich einer, was ist los? Ich dachte, die fallen wie von selbst ein hier, die Kollegen, nichts, gar nichts, ja? Versteinerte Gesichter, Baron Bolligru, Blätter, 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 guck, nein. Ach, käme doch endlich einer, ein Feiner, oho, und klopfte diesem Bolligru im Nu den Po. Danke, meine Damen und Herren. Aber wir kommen jetzt zu zwei wunderbaren, wunderbaren Arien aus dem Rigoletto. Boris Tatzenko singt für uns das Lied von den feilen, billigen Sklaven, die Arie des Rigoletto. Und danach Andrei Dunajew mit La Donna Immobile. Oh, wie so trügerisch. Ja, oh, sagen Sie alle. Als wüssten Sie über das Leben Bescheid, meine Damen und Herren. Sie haben Herrn Dunajew noch gar nicht singen hören. Viel Spaß. La porta assassini m'aprì.
tutti come contro venite tutti contro me. Ben io piango, Marullo, Signore, tu che l'alma gentil come il cuore, dimmi tu dove l'hanno nascosta, Marullo, Signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta. E là non è vero, e là non è vero, e là non è vero. Taci. La donna è vampir, qual più mal vento.
André Dunaif und meine Damen und Herren, was gerade ein bisschen unterging, in der Tat, Sie haben zu Recht applaudiert. Ich freue mich, einem Maestro gegenüberzustehen, der offensichtlich denselben Friseur hat wie ich. Lukas Balkircher, meine Damen und Herren. Kompliment. Nur 29 Jahre alt war Verdi, als er die großartige Oper Nabucco schrieb. Nabucco, viele fragen sich, was ist das? Kann man das bestellen irgendwo? Ich hätte gern doppelten Nabucco. So klingt es ein bisschen. Aber lassen Sie sich nicht ins Boxhorn jagen. Nabucco ist der italienische Name für Nebukadnezar. Ja, wenn Sie sagen, kenne ich aus der Bibel, Nebukadnezar der Zweite, der ja angeblich für die babylonische Gefangenschaft des hebräischen Volkes verantwortlich gemacht wird, was historisch nicht wirklich haltbar ist, aber in Europa macht sich das sehr, sehr gut, muss man sagen. Ja? Nebukadnezar, Nabucco. Und gerade bei Nabucco, wenn der eine sagt Nabucco, muss der andere sofort zwanghaft sagen, Gefangenenchor. Ja? Wir probieren es mal aus. Diese Hälfte sagt Nabucco und diese Hälfte Nabucco. So, wie ich gesagt habe, ja. Das ist überhaupt so, wenn man über Komponisten spricht. Das gibt immer so ein kleines Repertoire an Attributen, die haut man sofort raus. Damit ist man der Mittelpunkt auf jeder kulturhistorischen Debatte. Zum Beispiel sagt man Mozart, sei zauberhaft. Ja? Mozart, zauberhaft. Oder man sagt Offenbach, spritzig. Ja? Mozart, Offenbach, naja, aber... Aber Wagner, ja, Wagner ist schwierig, ist ein schwieriges Ding, so Wagner-Geschichte, gibt immer so Lehrer, die sagen dann so, Gymnasiallehrer sagen oft nach Wagner, ich weiß nicht und so. Und deswegen ist es, bei Wagner geht man immer auf Nummer sicher, wenn einer sagt Wagner und man sagt man, eieieiei, ja, das ist, früher. Das eieieiei kam deutlich deutlicher als der Wagner. Ich weiß nicht, was uns das sagen will, meine Damen und Herren, ja. Aber Verdi können Sie sagen, Verdi, toll. Ne? Und dann, zweite Stufe, Nabucco, Gefangenenchor. Ne? Auf den goldenen Schwingen, die Gedanken. Ah. Wissen Sie, der Gefangenenchor gehört zu den Dingen, die früher, als ich noch jung war. Und das ist verdammt lange her, meine Damen. Also, vor etwa 10 Jahren haben wir... Wenn beim Familienfrühstück, am Sonntagmorgen, direkt nach dem Kirchgang natürlich, wenn dann der Vater eine seiner Opern-Querschnitts-Langspielplatten aus dem Repertoire des Bertelsmann-Schallplattenrings auflegte. Ja. Ich sehe es Ihnen an der Nasenspitze an. Wir sind gleich alt. So. Und dann natürlich auf dem nur 25 Zentimeter kleinen Album, früher gab es diese 25 Zentimeter Alben, ja, große Chöre der Operngeschichte, ja, Seite 1, Stück 2, Nabucco, rechts so.